Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Divinity oder Divinity, ich weiß immer noch nicht, wie es ausgesprochen wird. Wir waren das letzte Mal hier stehen geblieben, vor dem tieferen Katakomben von Allerort. Und ich würde mal sagen, wir gucken auch gleich mal rein. Aber vorher muss ich nochmal kurz rausgehen und ich will nämlich was gucken. Hier runter und ich muss noch mal zum Händler. Ich will nämlich gucken, ob ich noch ein paar Tränke mitnehmen kann. Ja, denn wie gesagt, ich spiele das ganze Spiel ja jetzt so schwer und ich weiß noch nicht genau, wie oft ich verrecken werde. Und deswegen gucken wir mal, ich gucke bei diesem Händler, weil ich glaube, der hat immer die guten Tränke gehabt. Ja. Na toll, ich hatte eigentlich angenommen, dass du was Besseres hast, außer... Viel zu teuer. Wie kann man sich sowas leisten, ganz ehrlich? Kaufe ich mir so einen kleinen Trank. Habe ich noch irgendwas zum Verkaufen? Ah ja, den Knüppel. Ausdauertrank. Zwei leere Flaschen. Die Rauchbombe. Orange. Hühnchenfleisch. Ah. Okay, dann gleich mal das aus, habe ich sogar noch ein bisschen Geld gekriegt. Ein Heiltrank ist jetzt nicht so die Welle. Die anderen waren zu teuer. Na gut, gucken wir doch mal kurz hier runter. Was hast denn du noch im Angebot an Zeug? Hattest du eigentlich Tränke? Ich bin mir gar nicht sicher, ob du Tränke hattest. Du hattest, glaube ich, nur Waffen. Ah ne, du hast auch Tränke. Sogar war das jetzt billiger? Ich glaube, es ist billiger. Guck mal, wie viel kostet das? 300. Das kann ich mir nicht leisten. 3? Ja, die kann ich mir leisten. Und ich kann mir auch noch einen solchen Trank dann leisten. Und ausgleichen. Ich habe zwar mein ganzes Geld ausgegeben, aber ich habe Tränke. Und zwar 4 Stück von jeder Sorte. Und mit... Oh, Verzeihung. Und damit werde ich jetzt auf jeden Fall diesen Dungeon angehen. Oh ja. So. Ja, wo war denn vielleicht der Eingang? Der war beim Friedhof. Der müsste hier oben sein. Genau. Jetzt werde ich mich nochmal kurz heilen. Ja. Und dann bin ich bereit. Letzter Safe State. Auf in die Katakomben von Allerort. So, auf meiner Minimap sehe ich jetzt schon ein paar Gegner. Und hier wird es auch ganz genug davon geben. So, gucken wir uns erstmal ein bisschen um. Ich würde sagen, ich gehe erstmal hier unten lang. So, stirb. Ich bin erschöpft. Oh Mann, ich bin jetzt schon erschöpft. Na super. Oh fuck, ich hab schon... Ah, Hilfe, 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 Hilfe. Habe ich Mana Trank irgendwo auf einer Taste? Nee, natürlich nicht. Okay. Los, sterbt mal ein paar. Aber ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Okay, wieder einer tot. Oh, das werden ja immer mehr. Oh, das Level up, er winkt mir zu und ich kann es nicht kriegen. Okay, einer weniger. Du. Oh, fuck. Ach, da ist ja noch einer jetzt zugekommen. Könnt ihr mal aufhören zu spawnen? Eigentlich spawnen sie ja nicht. Es gibt ja eine begrenzte Anzahl an Gegnern in dem Spiel. Aber es sind ja genug von diesen. Oh Mann. Reihe um die Reihe um. Los, komm. Stirb doch endlich. Oh, der ist immer noch nicht tot. Komm. Einmal draufhauen und dann ist er. Okay, ich kann noch ein bisschen schießen. Der ist tot. Ich habe noch ein bisschen Mana. Den. Oh. Wenn
kann ich jetzt mal kurz schlagen. Oh, fuck, fuck, fuck. Ein Heiltrank. Habe ich noch Mana für einen Schuss? Meine Energie ist aufgebraucht. Leider nicht mehr. Na gut, okay. Attacke! Komm, ich muss noch mal einen trinken. Und los. Na, stirb. Das war auf jeden Fall schon mal ziemlich heftig. Und das waren nur die allerersten Gegner. Aber es gibt einen Vorteil. Ich habe einen Helm bekommen. Das heißt, ich habe jetzt schon mal ein bisschen mehr Überlebenshoffnung. Oh Mann, oh Mann. Ich setze doch auf gleich mein Safe-State, sonst, sonst sterbe ich gleich wieder. Und, so wird wahrscheinlich das ganze Spiel ablaufen. Am Anfang habe ich ja noch nicht wirklich die nötigen, das nötige Gold, um große Mengen an Trinken zu kaufen oder genug Mana, um haufenweise Heilzauber zu wirken. So, komm. Na. Sehr schön, ein Level-Up. Oh ja, das ist, das konnte ich gebrauchen. Okay, erstmal ein bisschen mehr auf Ausdauer. Nein, ja, noch ein. So, wie auch sonst immer, für Ausdauer ein Ding. So, und ich würde gerne... Wann kann ich denn das eigentlich? Bin ja die Stufe 5. Welche Stufe bin ich? Kann man das irgendwo sehen? Stufe 4. Die nächste Stufe wird sehr interessant, da kann ich das neu lernen. Händlerzunge. Preise verringert um 5%. Das nehme ich jetzt auch. Das ist schwer, ziemlich nützlich, würde ich mal sagen. Wenn man sich Tränke kaufen will. Gut. Haben die irgendwas getroppt? Nein. So, wie man sieht, da ist eine Breitaxt. Und die Breitaxt hat eine eine ID jedenfalls. Verschlossen. Und, diese ID, oh cool, ein Heiltrank, das ist schön. Diese ID kann ich halt mit Identifizieren herausfinden. Allerdings brauche ich da Stufe 2, ich habe jetzt erst Stufe 1. Deswegen habe ich auch gerade nach meinem Level geguckt. Gut. Oh Mann, ich glaube, in dem Ding war noch mal was ganz Böses. Der erste von der Sorte. Und den möchte ich bitte... Ich weiß nicht, wie viel Schaden der auf schwierig macht. Von daher werde ich... Der überhaupt schon jetzt? Oh Mann, wie ich total viel Feuerball einfach nur sinnlos verschieße. Ach, komm, komm. Nein. Ach, 6 Gold. Kannst ruhig mal mehr droppen. Wie verschlossen. Was? Muss ich da den Hebel und... Och nö. Bin ich hier völlig umsonst hergelaufen. Na gut. Okay. Hier war sonst nichts. Dann gehen wir jetzt mal... Ich gehe mal rechts lang. Ja, ich gehe rechts lang. Das meinte ich mit verfehlen. Gut. Treffer. Treffer. Ja, komm. Bogenschütze. Und... Sehr schön. Und Skelett auch. Oh, sehr schön. Ich liebe es, wenn es One-Hit ist. Ach, natürlich ist kein One-Hit. Gleich mal 3 Schüsse. Und da kommen den letzten mit. Ich sollte mir das angewöhnen. Wenn ich jetzt wirklich nur noch so wenig Schaden machen muss, dann kann ich auch ruhig die letzte Attacke dafür nutzen, mit einem Dolch anzugreifen. Macht zwar nicht viel Schaden, aber brauche ich auch nicht. Siehst du das zum Beispiel? So, okay. 150 EP kriege ich jedes Mal. Ich brauche 20. Was? Ernsthaft? 20.000, ja. Eine Ratte. Ratten geben noch EP. Komm, gib mir EP, du kleine Ratte. Was? 3 Schläge für eine Ratte. So, man sieht 49 EP, aber von mir 50 gegeben. Es nimmt schon ab. Es nimmt schon ab. Eine Tomate. Ist das alles, was in diesem Raum zu finden ist? Eine Tomate?
Ach guck, Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Ich hätte eigentlich mehr erhofft. Gab es in der Mitte nicht wenigstens noch eine andere? Ja, noch eine Axt. Eine Breitaxt. Okay. Die hole ich mir doch gleich mal. So, und die Sache ist halt, eine dieser Äxte ist Blutfresser. Also die Axt, die ich besorgen muss. Welche kann man eigentlich normalerweise, könnte man rauskriegen, wenn man die nötige Identifikationsstufe hat oder vom Händler identifizieren lässt. Allerdings, ich hasse das. Meine Stimme versagt total. Einen Moment kurz. So, wieder da. Diesmal soll es jetzt besser gehen, okay. Gold. Sehr schön. Und was haben wir hier? Ein Magietrank. Och ja, ich liebe Magietränke. Das ist genau das, was ich brauchen kann. Rechts habe ich jetzt alles. Hier ist eine verschlossene Vase. Da ist nichts drin. Okay. Ach, das nächste Skelett. Gut. Das wäre dann auch erledigt. Übrigens habe ich einen Stärketrank aufgesammelt. Sind ziemlich nützlich. Dadurch kann ich mein tragbares Gewicht erhöhen. Oh, jetzt habe ich da einen Zauber drauf gemacht. Das wollte ich gar nicht. Man kann übrigens auch Gegenstände verschieben, wie man hier sieht. Kann sehr praktisch sein mitunter. Muss man, glaube ich, auch an manchen Stellen. Fleisch, Orange. Was ist hier drin? Ich will da ran. Nee. Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen manchmal ankotzt. Jetzt okay. Geh doch. Und noch ein Stärketrank. Sehr schön. Auch wenn mir die Stärketränke jetzt als Magier nicht so viel nützen wie als Krieger oder als Dieb. Los, komm, Feuerball, Feuerball. Oh, das kann doch nicht sein. Zwei Feuerbälle und ein Schlag und dann ist Fieber immer noch nicht tot. Oh Mann. Ich habe nur noch zwei Heiltränke, sehe ich gerade. Dann sollte ich mich vielleicht mal mit Magie kurz heilen. Okay. So, wieder Feuerbälle ausrüsten. Und Skelettkrieger. Warum nicht gleich so? So, da unten sind auch noch welche. Da gehe ich gleich hin. Wo muss ich denn noch hin? Da? Na komm. So. Also, gut, bis jetzt scheint es noch alles irgendwie nicht so gefährlich zu sein, wie ich das immer prophezeit habe, aber ich glaub mir, dass dann noch auf dieser Ebene kommt der erste richtig böse Gegner. Ich muss mich ausruhen, ehe ich einen weiteren mit richtig böse meine ich, das Feed wird mich, denke ich mal, mindestens einmal töten. Hier kommt mein Safe State. Einfach bloß, weil es gibt hier keine automatischen Speicherpunkte. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Und sicherheitshalber möchte ich einfach nicht dann von vorne anfangen müssen. Wenn es denn doch mal zu einem... Oh, es sind mir zu viele. Mana-Trank. Bitte. Danke. Und Feuerball. Schlag. Los. Schlag. Gut. Was haben wir noch? Was war da noch für Gegner? Ein Skelett. Ach komm, das mache ich noch. Und. Los. Oh, das werden so viele. Wie so immer so viele gleich. Ich meine, ich habe ja nichts dagegen gegen ein paar Gegner. Aber das ist das erste Level, verdammt. Das allererste Level. Und dann gleich 20.000 Gegner. Oh Mann. Komm, stirb. Gut. Und ich nutze wieder Magie zum Heilen. Zwecks Trankmangel. Ach ja. So, und da unten ist auch ein Skelett. Ich werde aber wirklich alles töten. Ich möchte das einfach, weil. Erfahrungspunkte. Level-Ups und so. Für neue Fähigkeiten. Neue Skillpunkte, alles so wichtig. Besonders jetzt hier auch schwer. 7 Goldmünzen, okay. Krug und ein Gegenstand. 17 Goldmünzen, oh yeah. Da kann ich mir fast direkt wieder neue Tränke kaufen. Das ist ja schon mal nicht schlecht.
Also müsste eigentlich, da ist eine weitere von den X-ten. Und da ist ein Skelettkrieger. Ah, ich sehe. Ich bin erschöpft. Ach, ich kann gar nicht zaubern. Los, komm. Stopp. Ein Magietrank und los. Okay. Ich habe irgendwie jedes Mal Angst, wenn ich in einen dieser Räume gehe, weil ich weiß, dass es hier in diesem Teil des Dungeons ein oder zwei Viecher gibt, die wirklich gefährlich sind. Und ich glaube, die wollen in so einem Raum. So, die Breitaxt habe ich.